Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal, ja, haben wir uns ja auf die Suche nach der Träumerin gemacht, von der uns Triss erzählt hat, welche uns helfen können soll, eventuell Ciri zu finden. Allerdings haben wir herausgefunden, dass sich diese Träumerin hier in einem, ja, Geisterhaus aufhält und dort nicht mehr aufwachen kann, weil sie, ja, von einer, ja, von einem kleinen Göttling, manipuliert würde, so, ja, so kann man es sagen. Im Prinzip bringt der Göttling der armen Träumerin Albträume und verhindert, dass sie aufwachen kann. Und ja, wir mussten uns jetzt im Prinzip entscheiden, wie wir mit diesem Göttling verfahren wollen. Also ob wir ihn rauswerfen wollen, weil er ja sich doch sehr dagegen stellt, die Träumerin einfach wieder gehen zu lassen. Oder ob wir versuchen wollen, mit ihm zu verhandeln. Und ich muss an der Stelle mal ein bisschen sagen, ich bin etwas überrascht gewesen von den teilweise doch sehr, ich will es mal emotionalen Kommentaren sagen. Die gingen von, ach, Göttlinge sind so niedlich, bis zu, ich hasse die verdammten Viecher. War ich doch etwas überrascht. Das hatte ich so ganz ehrlich nicht erwartet. Aber ich meine, das ist ja auch das Schöne daran. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, ich bin ein bisschen selbst schuld. Weil ich habe mir dann die alte Folge nochmal genauer angesehen und ich habe gemerkt, ich habe bei den beiden Entscheidungen ja relativ wenig gesagt, was die Pros und Kontras jeweils sind, warum sich die eine oder die andere Entscheidung mehr lohnt. Deswegen, ja, das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an mir. Ich konnte es jetzt aber natürlich schlecht ändern. Und deswegen sage ich es halt so, Entscheidung ist gefallen, eure Entscheidungen sind gefallen. Es war sehr knapp, aber im Endeffekt habt ihr euch dafür entschieden, dass wir den Göttling, dass wir mit ihm erstmal verhandeln. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Ja, ich bin schrecklich nett, aber ich kann auch schrecklich böse werden. So, hoffen wir, dass sie auch ihr Wort hält. Gucken wir mal nach der Träumerin oben. Ob die jetzt auch wirklich wieder aufgewacht ist. Ansonsten, ja, müssen wir uns doch noch um den Göttling kümmern. Achso, es war nur ein Lachen. Ich dachte, was war das denn jetzt schon wieder für ein Geräusch? Aber nein, es war noch ein Lachen. So. Ah, sie ist tatsächlich aufgewacht. Na, immerhin. Die hat sie sich an ihr Wort gehalten, sag ich mal. So, gute Träumerin. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Der ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Okay, wir sollen die gute Corinne also im Goldenen Stör treffen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das, aber nicht sofort. Ich würde sagen, wir lassen ihr erstmal ein bisschen Erholungszeit. Sie hat ja... Wow. Sie hat ja gesagt, dass sie ein bisschen Erholungszeit braucht. Das heißt, wir können die Zeit ja dann vielleicht nutzen, um uns mal ein bisschen genauer in Novigrad umzusehen. Aber erstmal gehen wir jetzt hier und müssen dem Bankier noch sagen, ja, dass das Haus unwiderruflich verflucht ist. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Ja, die Sache ist, ja, wie gesagt, also ich meine, wir könnten jetzt natürlich so fies sein, aber wie gesagt, ihr habt euch ja entschieden. Wie gesagt, ich weiß nicht, oder ich hatte das Gefühl, dass die
Entscheidungen diesmal ein bisschen emotionaler ausgefallen sind als sonst. Aber wie gesagt, ich versuche das in Zukunft wieder so zu machen, wie ich das einmal angesprochen habe, dass ich mehr auf die Pros und Kontras eingehen will, wenn wir die Zeit haben, uns zu entscheiden. Und ja, von daher... Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinns bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja, recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, im Endeffekt hat der Göttling ja auch sein Wort gehalten und hat Corinne wieder aufgeweckt. Die Frage ist natürlich, ob es so sinnvoll ist oder ja, ob es so gut ist für den Göttling, hier in Novigrad zu leben. Ich meine, gerade die ganzen Hexenjäger, die hier auch rumlaufen, sind bestimmt auch keine Freunde von Göttlingen. Das heißt, die Gute sollte sich auf jeden Fall ein bisschen bedeckt halten und möglichst nicht mehr Leuten irgendwelche Albträume zukommen lassen. So, die Frage ist, was wollen wir jetzt machen? Wie gesagt, wir müssten theoretisch Corinne im Goldenen Stör treffen. Das Problem ist ja jetzt ein bisschen, dass wir... Ja, dass ich Corinne ein bisschen Zeit zum Erholen geben möchte. Und deswegen würde ich eigentlich am liebsten erstmal gucken, ob wir hier nicht vielleicht den ein oder anderen Auftrag vielleicht finden können. Ist im Eisvogel. Ist natürlich... Ist natürlich, ja, zu dieser Zeit auch ein bisschen blöd eigentlich, weil... Die Auftraggeber schlafen ja wahrscheinlich auch. Aber wir können ja zunächst erstmal nach den Aufträgen selbst gucken und dann immer noch schauen, wie wir weitermachen. Jetzt ist hier natürlich nicht viel los, das ist ein bisschen ein Problem, wie gesagt, aber wir müssten auch erstmal eine Möglichkeit finden, irgendwo zu übernachten. So, aber dann gucken wir doch erstmal zum Beispiel. Hier haben wir ein Anschlagbrett. Bekanntmachung des Todes von Joachim Schwan. Ehrenwerte Städter, wir sind untröstlich, euch den unzeitigen Tod von Joachim Schwann mitteilen zu müssen, einem Steuereintreiber, der unserer schönen Stadt viele Jahre lang gedient hat. Die zeremonielle Kremierung seiner sterblichen Überreste findet am Ende des Monats statt. Rat der freien Stadt, Novigrad. PS, da Joachim Schwanns Familie die Bekanntmachung einer Adresse nicht wünschte, sind alle Beleidsbekundungen an das Rathaus zu richten. PPS, von Zuschriften abfälliger Natur ist abzusehen. Auftrag Spukhaus. Ich suche einen Hexer von untadeligem Ruf, vorzugsweise mit dokumentierter Erfolgsgeschichte und schriftlichen Referenzen, der die Aufgabe übernimmt, die Ländereien der Residenz von der Stadt, vor der Stadt zu durchkämmen, welche kürzlich dem unterzeichneten Graf Kurt Dysart eingenommen wurde, um die Kreatur zu vertreiben oder zu töten, die dort ihr Unwesen treibt. Es wird eine ansehnliche Belohnung garantiert. Es gibt sich die Ehre, Kurt Dysart, Graf von Gnadenkönig Volltests, vorübergehende Residenz im Eisvogel. Ja gut, Volltest ist tot. Auftrag Kobold. Ach, hier gibt's eine Menge Aufträge, kann das sein? Im Auftrag der Kaufmannsgilde gebe ich hiermit das Folgende bekannt. Eine ungewöhnlich dreiste Bestie, wir gehen von einem Kobold aus, bestiehlt neuerdings den Markt beim Stadttor. Sie hat zwar noch keine Menschen angefallen, doch bereits für reichlich unwiederbringlich finanzielle Verluste gesorgt. Wer sie fängt und tötet, soll eine stattliche Belohnung erhalten, gemäß dem Dekret Nummer 1271C810 unserer ehrenwerten Ratsherren, sogar steuerfrei. Zögert also nicht, uns zu helfen, gute Leute. Der Einzelhandel ist das Rückgrat einer gesunden Wirtschaft und somit ist das finanzielle Wohlergehen der Kaufleute dieser Stadt in unser allerbestem Interesse. Silvester Amello, Kaufmann. Gewinnturnier mit hohen Einsätzen. Gewinnt, Freunde, Graf Tybald lädt als stolzer Gastgeber zu einem Gewinnturnier mit hohen Einsätzen in die Passiflora ein. Es winken nicht nur herausfordernde Partien gegen die Besten der besten Spieler, sondern auch vortreffliche Siegesprämien. Die Teilnahme ist Damen und Herren vorbehalten, die die entsprechende Gebühr aufbringen können. Zudem ist ein überdurchschnittliches Blatt erforderlich, das bei der Anmeldung geprüft wird. Bis bald in der Passiflora. Auftrag, Monster in den Scherben. Per Erlass Nummer 1408-DZ-185 des Stadtrates... Ist das dann auch eine römische Zahl, oder? Kann sein, ne? Des Stadtrates erhält derjenige eine Belohnung, der das Monster tötet, welches die Einwohner der Scherben nach Einbruch der Dunkelheit terrorisiert und tötet. Der einzig akzeptable Beweis für den Vollzug dieser Tat ist eine Trophäe vom Monsterkadaver. Ja, das bedeutet, dass die Zeugenschaft von Müttern, Vettern, Tanten nicht ausreicht. Auch nicht der Eid irgendeiner anderen Person, ungeachtet des behaupteten Verhältnisses zwischen euch, zum Hierarchen oder irgendwem sonst.
Außerdem ungeachtet der behaupteten Vertrauenswürdigkeit, die jedermann in eurer Lieblingstaverne bezeugen kann. Weitere Informationen und auch Belohnungen gibt es beim Distriktionsspektor der Scherben, Lund. Bevollmächtigter des Stadtrats, Distriktinspektor der Scherben, so. Faustkämpfe. Wer Lust auf zünftige Prügeleien hat, findet in unserer schönen Stadt zahlreiche würdige Gegner. Interessiert? Meldet euch einfach beim Turnier an. Diese ehrenwerten Herren warten auf euch. Gregorius, Rambock, Georg, Archibald O'Neill, der eiserne Hauptmann Mortimer und Durden, bekannt als der Schneider. Das ist ja ein bisschen was. So, wir haben hohe Einsätze, das ist ein Turnier, da wollen wir noch gar nicht mitmachen, solange wir nicht halbwegs ordentlich was haben. Ein flüchtiger Dieb, das muss dann wahrscheinlich das Ding mit dem Kobold sein. Türen werden zugeschlagen. Ach, das ist das mit Kurt Dusart. Mit dem guten Kurt Dusart. Fliegende Fäuste von Novigrad. Oh, da ist sogar ein bisschen was in der Nähe, das könnte man vielleicht sogar machen. Auf der Fährte. Das wäre dann dieser andere Auftrag, den wir noch gelesen haben, der letzte im Prinzip. So, was haben wir denn erstmal hier? Der Eisvogel, ah. Ist das eine Kneipe? Ja, das ist durchaus eine Kneipe. Da spielen die Leute auch Quint. Was ist denn mit dem Wirt da? Hat er vielleicht was Interessantes für uns? Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch mit dem Wirt reden. Eisvogel. Woher kommt der Name? Das war Meister Rittersporns Poesie. Der Eisvogel putzte sich prächtig heraus, fiel in die Latrine. Das Märchen ist aus. Kennst du das nicht? Doch. Und auch das über Prinzessin Annie ertrunken im Fluss Fanny. Jedenfalls sind Poeten und Freunde der Literatur im Eisvogel besonders willkommen. Die größten Literaten der Gegenwart treten hier auf. Na gut, dann... Was gibt's denn heute? Was hat er denn? Irgendwas Interessantes? Ah, der hat Quintkarten auf jeden Fall. Das ist nie schlecht. Skoyatel. 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 Und nochmal Skoyatel. Ja, schade. Gut, dann nehme ich die nicht mit. Ich müsste auch mal wieder was verkaufen, merke ich, ne? Das mache ich lieber bei einem Schmied. Den werde ich auch gleich mal aufsuchen, denke ich, demnächst. Aber erstmal vielleicht gucken, dass wir hier ein Zimmer müssen wir ja scheinbar nicht mieten. Dann gucke ich mal, dass ich mir ganz kurz ein Zimmerchen nehme und da mal bis zum nächsten Morgen meditiere. Und dann suchen wir einen Schmied auf, verkaufen ein bisschen was. Und dann würde ich einfach sagen, ist abgeschlossen. Gut. Wahrscheinlich sind die meisten abgeschlossen, ne? Das hier ist zufällig auf, dann gehen wir einfach hier rein, würde ich sagen. Ja gut, wir nehmen jetzt hier aber nichts mit. Ich meine... Wir sollten eigentlich nicht hier sein, denke ich. Aber gut, okay. Ist jetzt auch egal. So. Zack. So, jetzt müsste ja auch das meiste auf... Oder die meisten Leute müssten ja jetzt hier auf sein. Das sollte jetzt also nicht das Problem sein. Das heißt... Ja, wir können uns jetzt... Ich würde mich als erstes am liebsten zu einem Schmied machen. Und dann können wir ja, ja mit einem Monsterauftrag, wie gesagt, beginnen. Ich gebe der guten Corinne einfach ein bisschen Zeit. Um sich zu erholen von der bösen Sarah. Und dann gucken wir hier auch bei Händlern und so weiter und so fort. Weil Händler haben immer mal wieder was Gutes zu bieten. Da ist ein... Da ist auch ein Kräuterhändler. Da ist ein Feuerschlucker heißt es. So, was haben wir denn da für einen Händler? Bücher und Schriftrollen. Ein Buchhändler, wie es aussieht. Weißes Haar, gelbe Augen, narbiges Gesicht. Genau wie er gesagt hat. Aha. Gerald von Riva, auch der Weiße Wolf genannt? Der Schlechter von Blaviken? Gerald von Riva reicht. Was ist denn? Vor Jahren kam ein Mann zu mir. Er bezahlte, damit ich ein Buch für dich aufbewahre. Er meinte, du würdest es eines Tages abholen. Wer war das? Er hat seinen Namen nicht genannt. Aber das Buch hat einen roten Einband, das weiß ich noch. Ich habe es sicher nicht verkauft. Na schön, mal sehen, ob ich's finde. Und vielleicht wirfst du dabei einen Blick auf die anderen Bücher. Ja gut, warum eigentlich nicht? Ich sehe mir gerne an, was du noch hast. Ich könnte eigentlich überlegen, ob ich mal meine ganzen Bücher verkaufe, die ich nicht mehr brauche. Was ist das denn alles? Also, das sind die Aushänge. Ich meine, im Prinzip brauche ich sie ja nicht öfter, ne? Wobei man manche Dinge natürlich vielleicht behalten soll. Es gibt eh nicht viel Geld. Ich glaube, das lohnt nicht. Das lohnt jetzt nicht. Na gut, dann gucken wir mal. Ein Buch mit rotem Einband. Da gibt es ja zum Glück gar nicht viele.
Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizenden Metze mit humorvollen Krawall. Ja gut, dann schauen wir doch mal. Kann irgendwie nicht glauben, dass es das ist, aber wir gucken mal. Einmal ging Muriel mit einem Kindermädchen auf Reisen, um ihr Tantchen in Maribor zu besuchen. Auf dem Weg kamen sie durch einen Wald und dort hauste eine berüchtigte Räuberbande. Deren Anführer war Flynn Selms und alle Männer des Königs hatten die Bande nicht dingfest machen können. Und ach, zu Muriels großem Unglück beschlossen die Räuber, ihre Kutsche anzugreifen. Muriels Kindermädchen war alt, blind und taub. Es erwachte nicht, als vor der Kutsche ein Baum mit lautem Krach auf den Weg stürzte und auch nicht, als die Banditen sich einen Wüstenkampf mit den Wachmännern lieferten. Als Flynn mit seinen muskulösen Armen die Kutschentür aufriss und in die Kutsche trat, musste Muriel allein mit der Gefahr fertig werden. »Mach es unserem Gast bequem, junge Dame«, murmelte die Alte im Schlaf. Muriel führte die Anweisung gehorsam aus. Eieiei. Klingt ja auch nicht gerade nett, aber ich glaube, irgendwie kann ich mir bezweifle, dass uns jemand so ein Buch hinterlassen sollte. Ein weiteres Buch mit rotem Einband, wie wär's denn damit? Die Behandlung von Furunkeln mit Hilfe von Wundätzung, eine Studie. Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass es das sein soll, aber wir gucken mal. Na dann. Jeder hat schon Furunkel gesehen, meist mehr als ihm lieb ist. Diese Abszesse beeinträchtigen nicht nur die Schönheit, sondern können auch Anzeichen von Krankheit, ja sogar deren Ursache und Epizentrum sein. Wenn die Lunge pfeift und das Herz flattert oder man den Furunkel einfach leid ist, kann man ihn einfach abschneiden und die Sache ist erledigt. Zum Abschneiden eines Furunkels verwende man ein scharfes Messer, das man gründlich von einem Hund hat ablecken lassen. Hundezungen wirken Wunder bei der Wundheilung. Dann gilt es beherzt mit ruhiger Hand zu schneiden, wie man einen Käse schneiden würde. Zuletzt kauterisiere man die resultierende Wunde rasch mit einem rotglühenden Eisen. Tränen und Schreien schenke man keine Aufmerksamkeit. Man sammle Eiterschleim und sonstige Flüssigkeiten in einem Gefäß, entleere es in eine Grube und schaufle diese zu, damit die Krankheit nicht zurückkehrt. Ach, wie schön. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt wissen. Ach, da kann ich nur was ausmachen. Haben wir hier noch mehr Bücher? Da oben ist auf jeden Fall noch. Da sind noch ein paar Bücherchen. Was ist das denn? Moribundia, das letzte Ebenbild des Vampirs. Na gut, Moribundia. Da nahm Isabella Edwards glänzendes Gesicht in die Hände und umfing seine eisigen, zu einem zynischen Grinsen verzerrten Lippen. »Vergib mir, mein Liebster«, flüsterte sie und versuchte das Schluchzen zu ersticken, das ihren Busen beben ließ. »Mein Herz verlangt mit wildester Leidenschaft nach jenem Werwolf, den du vom Grunde deines vampirischen Seins hast.« »Es ist wohl besser so«, sprach Edward und kehrte sein bleiches Antlitz dem nicht minder bleichen Mond zu. »Mit mir war dein Leben in steter Gefahr, mit diesem Werwolf aber wirst du Frieden und Glück erfahren.« Edward machte kehrt und wollte dem Ausgang entgegenstreben, doch Isabella umfasste sein Handgelenk. Ihre Berührung war so sanft, dass sein Herz nach Jahrhunderten des Totenstillstehens wieder zu schlagen begann. »Das ist noch nicht alles«, sagte sie und mied seinen bohrenden Blick. »Ich bin schwanger.« Ja, ein Vampir namens Edward, ein Werwolf, okay. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ach, hallo, wer bist du denn? Habe ich dich erschreckt? Tut mir ja leid. Was ist das denn? Tyromantie oder die vornehme Art der Wahrsagung mit Hilfe von Käse. Ich meine, warum sollte man sowas tun? Aber im Endeffekt ist es genauso wahrscheinlich, dass es klappt, als wenn man mit Tarotkarten vorhersagt, ne? Welch köstliche Vielfalt doch im Reiche des Käses herrscht. Das gereifte Geronnene kann weiß oder blau sein, hart oder weich, frisch oder reif, aus Kuhmilch, Schafsmilch oder Ziegenmilch eingelegt oder gepökelt. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen und jeder Käse und jede Scheibe, jeder Krumen trägt nicht nur ein unvergleichliches sensorisches Erlebnis in sich, sondern enthüllt in den richtigen Händen sogar die tiefsten Geheimnisse des Universums. Denn Käse ist wie die Innereien von Opfertieren, der Flug der Schwalben und luzide Träume ein Werkzeug zur Weissagung. Form und Tiefe der Löcher enthüllen, wann es im kommenden Jahr Regen geben wird, die Farbe der Schimmeladern verrät, wer wen lieben wird und der Geruch von hartem Parmesan sagt voraus, welche Armee ihren Gegner überwinden und welche untergehen wird.
Die beste Methode der Weissagung jedoch ist auch die älteste, das Fondue. Dazu sind zwei Käsesorten, vorzugsweise Emmentaler und Gruyère, mit Weißwein oder ersatzweise trockenem Apfelwein zu schmelzen. Dann wird ein Brotstück auf einen langen Stock gespießt und in die suppige Mixtur getaucht, wobei man in Gedanken die Frage, wie wird mein Kind aussehen, wenn es groß ist, stellt. Dann hält man das käseumhüllte Brotstück gegen eine Kerze, sodass es einen Schatten an die Wand wirft. Der Umriss ist eine zuverlässige und leicht verständliche Antwort auf diese Frage. Wie bescheuert manche Leute einfach sind eigentlich, mal ganz ehrlich. Wenn man im Käse die tiefsten Geheimnisse des Universums lesen könnte, dann frage ich mich, wozu man eigentlich noch so viel forscht, ne? Aber naja, vielleicht bin ich ja einfach auch nur ignorant. So, da haben wir noch ein Buch. Mein Manifest, das Leben von Jacques d'Aldersberg. Ah, das klingt doch interessant. Mein Manifest, das muss es sein. Zwischen den Seiten liegt ein Brief. Denn immerhin haben wir ja Jacques d'Aldersberg gekannt, ne? Fangen wir mal mit Mein Manifest an. Die Gründe für die Auswahl Jacques d'Aldersbergs als Großmeister bleiben ein Geheimnis. Der Orden der Weißen Rose hatte in jenen Zeiten eine Krise durchgemacht und stand kurz vor dem Zusammenbruch. Es ist denkbar, dass die Brüder daher einen entschlossenen Anführer mit klaren Vorstellungen wünschten. D'Aldersberg war ein solcher Mann. Zu seinen ersten Entscheidungen gehörte es, den Namen des Ordens in Orden der Flammenrose zu ändern. Besonders erstaunlich ist der Umstand, dass sowohl der Orden als auch der König selbst einem Manne vertrauten, der immerhin einfach aus dem Nichts aufgetaucht war. Es heißt, er sei ein Wanderprediger gewesen, der mit seinen rhetorischen Feldzügen gegen die Anderlinge die Massen zu mobilisieren verstand. Angeblich hat er Wunder gewirkt und seinen Schäfchen Visionen von einer durch die weiße Kälte zerstörten Welt offenbart. Er war zweifellos ein Mann von großem Charisma und unerschütterlichen Prinzipien, welche er seinen Mitmenschen nahezubringen suchte. War er wirklich eine Quelle? War er tatsächlich mit diesem seltenen magischen Talent gesegnet? Wir werden es niemals sicher wissen. Und einen Brief haben wir darin auch. Hexer. Im Ozean der Möglichkeiten sind einige Ereignisse wahrscheinlicher als andere. Es ist dennoch nicht einfach, sie herauszufischen. Auch dann nicht, wenn der eigene Intellekt sich durch den ganzen Raum und alle Zeit erstreckt. Ich hinterlasse dir diesen Brief in der Hoffnung, dass du ihn gegen alle Wahrscheinlichkeit eines Tages findest. Denn ich muss dich warnen, die Menschheit ist in Gefahr. Die prophezeite Zerstörung durch die weiße Kälte ist nicht nur das Gefasel einer irren Elfen. Vielleicht habe ich noch die Gelegenheit, dich persönlich davon zu überzeugen. Wenn nicht, muss ich auf diesen Brief vertrauen, den du in vielen Jahren lesen wirst, wenn du mehr weißt als zu der Zeit, da wir uns zum ersten Male trafen. Du musst wissen, dass nichts die Welt retten kann, außer der Vorbereitung der gesamten Bevölkerung auf die Katastrophe. Den alten Geschichten zufolge kann ein Kind des älteren Blutes die Gefahr abwenden, doch ich habe es versucht und bin gescheitert. Seitdem werde ich von einer grässlichen Vision verfolgt, einem gekrönten Geist, dem Geist meines Versagens oder vielleicht auch dem König der wilden Jagd. Ich war erwählt und ich habe versagt. Du und deine Bruderschaft sind unsere einzige Hoffnung. Wenn die Zeit des Wolfssturms kommt, werden die Menschen sterben und nur die Übermenschen werden überleben. Deine Pflicht besteht darin, die Übermenschen in die Welt zu bringen. Was immer du von mir denkst, versage nicht so, wie ich versagt habe. Ah. Ja, das scheint ein Brief von Jacques d'Aldersberg zu sein, alias, ja, Alvin. Wie wir zwar nie sicher wissen konnten, aber ich denke, spätestens nach diesem Brief sollte klar sein, dass ja Jacques d'Aldersberg, Hochkronen haben wir auch gefunden, dass Jacques d'Aldersberg, der ja so plötzlich auftauchte, und Alvin, der so plötzlich verschwand, ein und dieselbe Person sind. Und da ist es eigentlich schon wieder fast schade, dass Alvin zu dem Mann wurde, den wir im Endeffekt töten mussten. Aber naja, er hat uns immerhin einen Brief hinterlassen. Das ist ja immerhin schon mal etwas. So, da haben wir noch einen Händler. Und da haben wir einen Schmied. Da kann ich erstmal Zeug verkaufen. Und das mache ich jetzt auch ganz ehrlich. Wir haben ja ich. Aber es ist ein Rüstungsschmied, ne? Ich will nämlich eigentlich noch Waffen herstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstklassige Schwerter. Ja, gut, okay. Ja, Meisterqualität. Ja, eben. Das wäre mal eine gute Frage, ne? Wärst du imstande, eine Rüstung in Meisterqualität herzustellen? Na, die Gesellenprüfung habe ich zwar bestanden, aber eine Meisterrüstung habe ich noch nie gemacht. Vielleicht könntest du es in Velen versuchen. Dort lebt ein Zwerg. Fergus heißt er. Die Leute in der Zunft sagen, dass er der beste Rüstungsschmied südlich vom Ponta ist. Ja, den Typen habe ich schon mal gesehen, aber der braucht Werkzeug dafür. Zeig mal, was du anzubieten hast. So, als erstes verkaufen wir jetzt mal ordentlich hier.
Makama-Stahlschwert, das ist auch ganz gut was wert. Ist halt eine Zwergenklinge, ne? Alter, diese Zwergenklingen sind so gut was wert. Die Kovarische Klinge, ein Silbersteiner Schwert. Ja, das hier auf jeden Fall auch weg. Das Hemd behalten wir mal sicherheitshalber. Für eine eventuelle Rüstung noch. Das kann alles weg, das habe ich alles schon geprüft, oder? Und wenn nicht, ist jetzt auch egal. So, damit haben wir wieder ein bisschen Platz und der hat auf jeden Fall auch Karten zunächst einmal. Edwin Greloffs dritte Karte und stark verblichene Notizen von Hieronymus zum Hexer Elga. Ansonsten hätten wir hier noch Sattel, aber da will ich, die will ich nicht kaufen, hat einen bestimmten Grund, werdet ihr noch sehen. Ja, das sollte erstmal gehen. Leider bringt er mir ansonsten nichts. Ich bräuchte nochmal einen Waffenschmied. Jetzt können wir, lesen wir noch ganz schnell die beiden Karten. Wunderbar. Professor Slavko Attimstein wird wütend sein. Die erste Karte habe ich bei einer Partie gewinnt verloren und die zweite wurde mir gestohlen, als ich nach einer harten Nacht im Casino etwas unpässlich war. Ich kann nicht mit leeren Händen beim Lager in der Nähe des Grabes unter den Buckelhügeln erscheinen, sonst wird mich der Professor auf der Stelle vivisezieren. Die vier neuen Orte, die ich auf dieser Karte vermerkt habe, werden mich vielleicht vor seinem Zorn schützen. Edwin Greloff, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt, muss was für die Greifenrüstung sein. Und Elga hat Schemas zum Verbessern der Wolfsschulenausrüstung in drei verschiedenen Höhlen in der direkt südlichen Umgebung Kaer Morhens hinterlassen. Er hoffte, zukünftige Hexergenerationen möchten sie in der Stunde der Not finden. So, ich würde jetzt ganz gerne mal noch ein bisschen was machen. Wolfsschule. Und zwar, ich will jetzt noch wenigstens noch einen Waffenschmied finden. Wenn auch nichts anderes, mal ganz ehrlich. Also ich würde jetzt gerne noch zu irgendwas kommen hier. Wenigstens Waffenschmied wäre mal noch ganz nett, muss ich sagen. Ich glaube, wenn ich das recht genau da habe, einen Waffenschmied, aber der ist gerade nicht da. Das ist natürlich doof. Na gut, dann machen wir was anderes. Ist da was? Dann machen wir jetzt einfach noch die Boxkämpfe. Zumindest teilweise. Wir können ja mal anfangen. Scheint zwar erstmal ein bisschen hoch zu sein, aber ich sag's ganz ehrlich, die Boxkämpfe sind kein großes Problem. Sind ganz ehrlich, finde ich, kein großes Problem. Und wenn die hier schon mal in der Nähe sind, auch schon wieder ein Anschlagbrett. Das gibt's doch nicht so viele Sachen, die man hier machen kann. Ich komm doch gar nicht hinterher. So, Bekanntmachung des Todes von... Das hatten wir schon. Warnung. An den Klugscheißer, der sich jedes Abends an meinen Türrahmen erleichtert. Wenn du dies liest, dann aufgemerkt. Ich habe mir eine vorzügliche Zwergenarmbrust gekauft und sitze im Fenster, Tag und Nacht, bis ans Ende aller Zeiten, wenn es sein muss. Und ich warte auf dich. Du kannst dich also entweder auf einen Bolzen zwischen den Augen oder am Arsch freuen. Oder ab sofort woanders hinpissen, du dreckiger Schweinehund. Olbracht Wiegermann. Vorarbeiter Halle 1C. Nilfgaardisches Kulturfest abgesagt. Es schmerzt mich, mitteilen zu müssen, dass angesichts der jüngsten Ereignisse die Entscheidung getroffen wurde, das Nilfgaardische Kulturfest abzusagen. Botschafter Vaatre, den haben wir ja in Büsima getroffen. Maße und Gewichte. Angesichts der ständigen Streitereien, die unsere Marktstandbesitzer von ihrer vornehmlichen Aufgabe des Handels abhalten, seien hiermit alle an die offiziell anerkannten Maße und Gewichte in Novigrad erinnert. Ein Klafter entspricht 3 Ellen, eine Elle 2 Fuß, ein Fuß 12 Zoll. Eine Galeone sind 4 Quarter, ein Scheffel 8 Galeonen und ein Fass 4 Scheffel. Ein Pfund sind 16 Unzen, ein Stein 25 Pfund und ein Zentner 4 Steine. Ist doch nicht so schwer, mein Gott. Es wird verlangt, dass dieses Maßsystem bei jedem Handel verwendet wird. Beschwerden bezüglich Transaktionen in anderen Maßen werden grundsätzlich nicht anerkannt. Der Rat der freien Stadt Novigrad. Auftrag der Tempelwache der freien Stadt Novigrad. Mitgetreue der Flamme. In den vergangenen Tagen sind einige Offiziere der Tempelwache auf grausamste Art zu Tode gebracht worden. Es wurde umgehend mit Nachforschung zur Aufklärung des Verbrechens begonnen und der Täter wird alsbald den eisernen Griff der Justiz am Halse spüren. Wer der Wache helfen will, den oder die Mörder zu stellen und zu bestrafen, soll sich sofort beim nächsten Wachposten melden. Es ist eine Belohnung vorgesehen. Ebenso sei hiermit kundgetan, dass jeder, der diesen Banditen hilft oder Hinweise im Zusammenhang mit diesem Verbrechen verschweigt, mit Folter, Einkerkerung oder sogar dem Tod bestraft wird. Feldwebel Gilbert Witschke. Alter, was hier alles los ist, ey. An alle Gewinnspieler. Der Zwergenbankier Wimme Vivaldi ist ein Betrüger und Kartenzinker. Mit typischen Anderling-Tricks hat er mich besiegt und danach ohne Umschweife meine Karten verlangt, ohne mir die Gelegenheit zu einer Revanche zu geben. Wer gegen ihn antritt, ist selber schuld. Ein Wohlmeinender. Tödliche Wonnen, das ist ein weiterer Hexerauftrag. Und wir können gegen Wimme Vivaldi Karten spielen, so wie ich das verstanden habe. Spieler in der Großstadt. Okay, wisst ihr was, dann machen wir jetzt. Bin ich kaputt. Hier drin sollte jetzt gerade... Ah, das ist der goldene Stör. Da soll man ja auch die Träumerin treffen.
Oh, Moment, da draußen ist irgendwas noch. Das wird dir jeder sagen. Wir werden ja sehen. Vielleicht finde ich einen Mann, der mutig genug ist. Geh du nur wieder zurück in deinen Schaukelstuhl. Du brauchst einen Mann, der mutig genug ist, Alter? Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Nein. Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau? Ich habe gehört, du suchst deine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu. Als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Skellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, so. Große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt niemand Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Ja, okay, prinzipiell, warum eigentlich nicht? Ist vielleicht ein bisschen nicht so wirklich Hexerarbeit, Perlen zu suchen, aber ja, wenn wir irgendwann ins Gellige sein sollten, okay. Der Plan ist wirklich verrückt. Aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Na, wenn du dann sagst... treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Ja, aber ich würde mir an deiner Stelle jetzt nicht zu viele Gedanken machen, denn bis Skellige wird es schon noch eine Weile dauern. So, jetzt aber... Ihr sollen irgendwo die Boxkämpfe stattfinden. Ah, Rambock unterwerfen will. Den Rambock, Meister Lehmhuber, ist hier der der Buchmacher von euch. Ach. Wer von euch ist denn der Buchmacher? Ich rede mal mit dem da, mit Meister Lehmhut. Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer herzlich. Geralt grüßt Meister Lehmhut. Nimmst du die Herausforderung an und kämpfst gegen unseren Tavernenmeister? Na klar, immer doch. Und ich setze alles, also 80 ist nicht alles, aber ja, viel. Ich kämpfe gegen diesen Gregorio Dingsbums. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. Lass uns ein Wort wechseln, solange der Meister sich vorbereitet. Mhm. Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen, solange du ein paar Ratschläge beherzigst. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Ach, das geht mir auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich könnte natürlich sagen, ich steige beim ersten Mal in das Bescheißen-Spiel ein und beim zweiten Mal gewinne ich, aber wie gesagt, das wäre ja ein bisschen sinnlos. Ich gehe davon aus, dass ich nur eine Chance habe, von daher... Leck mich, Meister Lehmhut. Das wirst du bereuen. Vor allem, wenn der Hex... Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Geralt gegen Georgius Georg, den Rambock. Möge der Bessere gewinnen. Vor allem, wenn am Ende noch ein Hexer anfängt zu bescheißen, dann ist es sowieso immer das Schlimme, ne? So, Herr Rambock. Zack. Und hier voll Barm. Und, oh, nicht schlecht, Herr Rambock. Aber du hast keine Chance, ich bin ein bisschen schneller als du. Ich glaube, das ist die größte Hilfe, die ich habe. Komm schon, komm näher. Dass du so unglaublich langsam bist. Ja, er ist ziemlich langsam. Selbst meine langsamen Schläge sind schneller als seine. Macht schon. Und zack. Das war ja einfach. Unser Sieger und der neue Tavernenmeister ist der Hexer Geralt. Hier ist dein Preis. Archibald O'Neill ist auch ein Kämpfer, gegen den du antreten kannst. Du findest ihn beim Eingang zum Armenviertel. Und dann ist da noch Mortimer, Hauptmann der Wache. Den findet man meist beim Ochsenfurter Tor. Alles klar, darum kümmere ich mich auch später. Und wie gesagt, einfach weil in der Folge jetzt nun wirklich nicht viel passiert ist, machen wir in der Folge noch das Gewinnspiel gegen... Was denn jetzt? Kannst du uns mal helfen, Meister?
Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Hexer, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Nur verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Okay, ganz ehrlich, ich werde denen bestimmt jetzt nicht noch mehr Geld geben, damit sie sich noch weiter betrinken können. Ich denke mal, wenn ich das sage, wird das Ganze in einem Streit enden und ich muss die Leute noch töten. Und wie gesagt, wir wollen ja hier jetzt nicht sinnlos irgendwie auffallen, von daher... Ihr Jungs seht müde aus. Ihr geht besser nach Hause. Tja, seit wann trinken wir denn jetzt? Seit 2 Tagen. Wohlgesprochen, oh. Meister. Wir gehen nach Hause. 2 Tage, das ist nicht schlecht. So, gut. Meine Güte, ich wollte doch nur eigentlich nochmal schnell zu Wimme Vivaldi. Meine Frau vermisst mich. Dem Bankier, der sitzt nämlich auch am... hier im Händlerviertel. Im Platz des Hierarchen. Hier haben wir nämlich die Bank. Vivaldi Bank. Irgendwie gehört zu einer Bank immer Vivaldi dazu, kann das sein? Sieh an. Der Weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Ja, nun, wir könnten bei ihm einen Kredit aufnehmen. Das brauche ich jetzt aber eigentlich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ich kann erst mal fragen... Wie läuft das Geschäft? Mehr fällt dir nicht ein? Fragst du einen Fischer, ob sie beißen? Oder eine Alte, ob sie gesund ist? Das Geschäft läuft hervorragend. Der Krieg wirft Profit ab, wenn man weiß wie. Nilfgaard war noch gar nicht über den Ponta, da wurde ich schon mit versicherten Holz- und Eisenlieferungen aus Kobie beauftragt. Ich habe meine Investitionen versiebenfacht. Nett. Sollte man meinen. Aber da sind noch die Kopfsteuer für Anderlinge, der Kirchenzehnt, Kriegssteuern und meine Ausgaben. Zieht man alles ab, bleibt nur noch ein Almosen übrig. Höchstens 1 Dutzend Kisten. Höchstens 1 Dutzend Kisten von was? Na gut, wie gesagt, Kredit, gerade bei einer Bank würde ich aufpassen bei Krediten, aber wir können bei ihm Geld umtauschen und zwar, ihr habt ja schon gemerkt, es wird ja alles in Kronen bezahlt, aber wir finden immer wieder Oren und Floren oder Oren und Floren und ja, das können wir bei ihm umtauschen. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Ja, vor allem findet man keine anderen, wenn ich ganz ehrlich bin. So, nochmal 975 Kronen. Was kann ich für dich tun? Für unsere ganzen Oren und Floren gekriegt. So. Du spielst doch Gwent, oder? Oh, na sicher, weil ich ein Zwerg bin, nicht wahr? Glaubst du auch, dass ich jeden einzelnen beschissenen Zwerg persönlich kenne und abends den Minenschacht in meinem Keller weiter ausbuddle? Also, spielst du oder nicht? Ja, tue ich. Nichts anderes wollte ich doch hören. Also spielen wir. Um eine einzigartige Karte vielleicht? Warum nicht? Na gut, dann geht's jetzt los. So, wir haben ja eine neue Karte, nämlich Vernon Roche, unsere erste legendäre Karte. Das ist ja schon mal was ganz Gutes, wobei ich nicht legendäre Karte nicht zwingend gute Karte heißen muss, weil man muss ganz ehrlich sagen, der Vorteil der legendären Karten ist auch gleichzeitig ihr größter Nachteil, und zwar ist der, aber das werden wir dann sehen, was der Vorteil der legendären Karten ist. So, wir spielen gegen Skoyartel, er will anfangen. Wir haben einen Spion, 2 Spione, das ist schon mal sehr gut. So, Finte behalte ich auf der Hand. Ich weiß nicht, wie gut sein Blatt jetzt generell ist. Beziehungsweise seine Karten. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Und komm, die tauschen wir mal noch aus. Jawohl, nochmal blaue Streifen. Das ist doch schon mal gut. So, Mark, am Verteidiger. Was ist denn seine Fähigkeit? Zieh zu Beginn... Achso, eine extra Karte. Na gut. So, die Frage ist, will ich jetzt schon mit den Spionen anfangen? Eigentlich nicht. Ich hätte Finte gar nicht aufheben müssen, glaube ich, bei... Skoyartel als Gegnern. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, dass er das gespielt hat, weil jetzt bin ich vor Verbrennen sicher. Hihi, weil er die stärkere Karte auf dem Feld hat. So, noch ein Mahakam-Verteidiger. Jetzt muss ich auch aufpassen. Wenn ich noch eine spiele, wäre ich vorm Verbrennen nicht mehr sicher. Deswegen muss ich mal ein bisschen schauen, wie ich das mache. Ich könnte ihn jetzt natürlich die Runde gewinnen lassen und einfach Karten ziehen. Aber er hat noch nicht so starke Sachen rausgespielt, dass sich das lohnen würde. Okay. Wisst ihr was, dann machen wir das. Ich glaube, das ist gar nicht mal so blöd. Hier, nimm Dijkstra. Ich krieg 2 Karten.
Er spielt eine Finte. Das passt mir eigentlich sehr gut, dass er eine Finte spielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kriegst du ja noch Stannis. Ich krieg zwei Karten. Zack. Jawohl, die Drachenjäger von Grinfried-Kombination. Okay, der Nebel, das ist jetzt nicht das Problem. Ja, aber wie gesagt, ich denke, ich lasse ihn die erste Runde jetzt gewinnen, ne? Das Problem ist, er wird gleich noch den Spion spielen. Aber ist nicht so schlimm. Ja, jetzt spielt er ihn. Ja, war klar, aber konnte ich jetzt nicht mehr ändern. Ich wollte mir Finte sicherheitshalber aufheben. Ich hätte mit Finte vielleicht noch einen blauen Streifen zurückholen können. Wäre vielleicht nicht unclever gewesen. Er hat sie alle aus dem Deck gekriegt, das ist schlecht. Okay, aber ich habe ja hier die. Und damit kann ich noch Dijkstra zurückholen und nochmal zwei Karten ziehen. Ja, und da haben wir auch Vernon Roche endlich. Strömender Regen ist jetzt ein bisschen ungünstig, muss ich sagen. Das finde ich jetzt nicht ganz so geil. Na gut, dann probieren wir es mit den Drachenjägern. Okay, dann brauche ich nur noch den Drachenjäger und dann habe ich die Runde gewonnen. So, dann haben wir 8 gegen 5. Ich darf sogar noch eine ziehen, also 9 gegen 5 Karten. Das sollte doch eigentlich ganz gut aussehen. Oh, Sessin, die gute Saskia hat er. Naja, von mir aus. So, ich spiele erstmal eine 5er-Karte, falls Verbrennen kommt. Nicht, dass 2 4er-Karten draufgehen. Jetzt würde er seine eigene auch mit erledigen. Dann kann ich erstmal die 4er-Karte noch spielen. Wesemir hat er. Na gut. Dann spiele ich Siegfried. So, jetzt kommt... lass mich raten. Spion, genau. Den hole ich mir mit einer Finte zurück. Gut, der braucht die Karten. Aber den kann ich mir nochmal holen, den guten... Das ist jetzt natürlich schlecht, ne? Ah, ich riskiere es einfach. Sicher ist sicher. Die 2 Karten mehr können helfen. Und die waren insgesamt auch besser als 1x8 von ihm. Vrihet-Brigade. So, er hat jetzt relativ starke Karten natürlich schon. Jetzt spiele ich auch erstmal einen Horn des Kommandanten. Dann komme ich schon wieder ein bisschen ran und ich habe noch ein bisschen was. Gutes Wetter. Okay, sollte ich eigentlich, wenn ich alles ausspiele, locker noch gewinnen. So, und jetzt seht ihr gleich, was der große Nachteil der... legendären Karten ist, und zwar hier. Der wird von keinem Effekt beeinflusst. Das heißt auch kein Effekt, natürlich kein gegnerischer Effekt wie klirrende Kälte, aber natürlich auch kein Effekt wie Horn des Kommandanten. Das heißt, der bleibt immer bei 10, was ihn ein bisschen schwach macht. Ich brauche nicht mal alles ausspielen, aber ich mach's einfach, weil ich's kann. Guck mal. So viele Punkte hat man zu haben, mein Freund. Ah, das war doch gut. Was bekomme ich eigentlich jetzt dafür? Sessentessis? Ich kann mich nicht entsinnen, wann ich zuletzt so zerlegt wurde. Die Karte gehört dir. Du hast dein Bestes versucht. Sag, wer könnte noch lohnende Karten haben? Da ist zum Beispiel die Marquis Serenity. Sie gibt nicht an damit, aber sie hat eins der besten Blätter der Stadt und kann verflucht gut damit umgehen. Ich weiß, wovon ich rede. Okay, Marquis Serenity... was soll ich denn jetzt bekommen? Wesemir, gut, ich hätte jetzt auch mit Sessentessis gerechnet, aber Wesemir ist ja auch nicht schlecht. Ist, glaube ich, für unser Deck sogar sinnvoll. Gut, aber dann ist die Folge jetzt auch schon lang genug und ich würde sagen, beim nächsten Mal kümmern wir uns nicht mehr weiter um Quint oder Boxen, sondern wir kümmern uns mal um einen Hexerauftrag, denn davon haben wir genug angenommen. Aber wie gesagt, das erst in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Bis dahin, ciao.